Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Awakened Shadow. Ja, dem Elementwürfel mit einem ganz anderen Team. Und wenn euch das Team bekannt vorkommt, ich glaube es war Torrifo, ich weiß es nicht, dann müsst ihr euch auch jetzt bekannt sein, was ich machen werde. Und je nachdem, ob ich es schaffe oder nicht, wird weiter entschieden, was wir machen. Und es klingelt bei mir. Momentchen. So, ich hoffe nur, hier geht es wirklich zu diesem dummen Ei. Ja, da fehlt mir ein. Erstmal umrüsten. Denn, je nachdem, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Heiligenrüstung, wo ist die Heiligengeistrüstung? Hä? Hä? Wo ist meine Heiligengeistrüstung? Ach, da ist sie. Ey. So. Komm, ich war... Ich hätte es auf Rang A nehmen sollen. Naja, hätte ich wirklich tun sollen. Verdammt. Ach, haben wir sonst hier noch so einen Hut? Oh, da zieht meine HP. Ah, ich will irgendwie nicht diese Heilig-Sache anziehen. Toll, jetzt habe ich dieses Heilig-Verteidigung auch nicht dabei, ne? Doch. Ha. Okay. Meine Heilerin. Du bekommst nicht MP-Zusatz, sondern du bekommst dieses ganze Prozedere mit heiligen Abwehr. Also ein Schlafwiderstand. Was zur Hölle? Das hier ist heilig. Na ja. Sonst haben wir hier nichts, sicherlich. Gut. Das macht aber schon ein bisschen was aus. Was hat das vorher? Zwar das, aber 5 mehr ist besser. Und du kannst nur das haben. Okay. Okay, du hast MP-Generation. Und nicht absorbieren. Gut, dir geben wir statt dem Armeeranzug trotzdem mal lieber das hier. Und ihr habt alle die Helme mit... Drop Rate erhöhen. Ich glaube 50 HP und Verteidigung... Ich bin mir nicht so sicher. 6 Verteidigung oder HP? Ja, komm. HP rauf. Was hast du für einen Ring? Da. Physische Abwehr. Ja, das könnten wir machen. Wir haben Abwehr. Schlafwiderstand. Soforthautwiderstand. Verwirrung. Ich habe keine Ahnung, was er für ein Dings jetzt hat. An Statusveränderung. Deswegen würde ich jetzt auch, bevor wir da wieder hingehen, doch lieber erstmal speichern. Denn wenn wir es nicht schaffen jetzt, was sehr wahrscheinlich ist, dass wir es nicht schaffen werden, werde ich auf jeden Fall trainieren. Und zwar so, dass jede Fähigkeit, die ich benutze, auf mindestens Level 2 ist. Bedeutet, glaube ich, für mich Level 40 mindestens. Und dann werden wir sehen, geht es hier überhaupt zum Ei? Sieht mir gerade nicht danach aus. Oder? Sag mir bitte, dass ich richtig laufe. Sieht danach aus. Ja, dann werde ich nämlich leveln. Und das... Oh, hier ist noch ein Speicherpunkt. Speichert man mal lieber hier. Und wenn ich das... werde ich halt leveln. Und das... Onscreen? Ja. Wie, das geht jetzt zurück. Ach, Leute. Wo geht's zum Behinderten? Nein. Muss dann jetzt ehrlich überall wieder rumirren. Ich hätte anfangen sollen, wenn ich da gewesen wäre. Aber nee, so schlau bin ich nicht. Ehrlich gesagt, wollte ich nicht. Jetzt kann man mal sehen, wie ich mich immer verirre. Oh, das ist doch der richtige... Ah! Hätte das von vorne gesehen, wüsste ich, dass es hier lang geht. Ja, ja, da war ja unser schönes Amulett drin. Hier geht's weiter. Hier war dieser dumme Speicherpunkt. Wo ich jetzt nochmal speichern brauche. Dreimal speichern und nichts geschafft. In 3 Minuten nicht. Oder 2. Oder was auch immer das jetzt war. Egal. So. Noch ein Teleporter. Ich glaube, ja, von da sind wir ja gekommen. Nichts machen.
Was? Teleportiere mich nicht einfach irgendwo hin. Da ist noch ein Speicherpunkt, den werde ich jetzt aber nicht benutzen. Hoffentlich geht's hier hin zum Ei. Wenn nicht, dann nicht. Könnt ihr mich mal zum Ei teleportieren, ihr Scheiß-Teleporter? Ich weiß einen Teleporter für zum Ei. Auch ohne, dass ich diese verdammten Ebenen nochmal durchlaufen muss. Also bist du derjenige, der mich zum Ei führen wird. Ah, herrlich. Hoffen wir mal, dass es hier zum Ei geht. Ja, war das jetzt nur so ein Bonus-Ding oder ging es dir wirklich noch zum Ei? Mein Gott, ich sollte mir solche Sachen mal merken. Ah, hier geht's. Ja, stimmt ja, hier waren ja diese Dinger und da weiter hinten ist das Ei oder sowas. Wie wär's, wenn du mal Attacken tust? Und wenn nicht, dann levelt man hier halt ein bisschen. Rundes Ideologramm. Ah, die schöne GP absorbieren. Stirb! Wir machen nicht sehr viel mehr Schaden als beim letzten Mal, aber stirb! Naja, wir machen deutlich mehr Schaden als beim letzten Mal, denn beim letzten Mal waren sie nicht so mit 3, 4 Schlägen tot. Also. Oh Gott, müsste nerven. Ich glaube, Wasser wäre sowieso besser gegen die. Ja. Der Beschützer ist tot, der andere reagiert nicht. Krawatten. Karawan, ich dachte gerade. Okay, alles im Buddha. Ich hoffe, wir gehen sogar richtig. Wenn wir nicht, dann nicht. Und ich sollte mal, wie ich schon sagte, Wasser benutzen. Anstatt irgendeinen Scheiß. Wäre schön, wenn der Minotaurus noch ein Level abbekommt. Bekommen würde. Aber so wie es aussieht, nicht wirklich. So, hier war doch das Ei gleich da hinten, oder? Wenn nicht, dann nicht. Und jetzt müsste ich Gesundheit sagen, weil mein Bruder niest. Irgendwo ganz laut in der Ferne. So laut, dass ihr es wahrscheinlich nicht gehört habt. Halt! Falls da hinten der Boss liegt. Waffen ohne Ende. GP-Trank. Ja, ich lege es jetzt auf alles. Auf alles. Magischer Trank. Magische Angriffskraft brauche ich nicht. MP-Generator. Schutztrunk. Das noch einmal, was auch immer das jetzt war. MP-Trank. GP-Generator. Eine Banane für mich. Bananen für euch. Zaubertrank, magische Abwehr. Meine. Königsflügel. Ja, wird automatisch hoffentlich aktiviert. Und dann würde ich jetzt sagen, auf zum Ei! Ja, ich bin etwas verschnieft, aber trotzdem. Ja, wir wollen gegen das Lichtei schon vor 2 Köpfen. Oh Gott. Laufende Nase ist doof. Vorwärts! Lichtei! Es fällt. Okay, beim S fällt sollte man weggehen. Au! Warum bekomme ich die ganze Zeit Schaden? Aua. Das tut weh. Ja, gut. Es heilt sich. Glanz weg. Ich erinnere mich daran. Okay. Lebenszug weg. So, Pfeile. Bringt ja nicht gerade sehr viel. Oh, jetzt habe ich überlesen, dass da Glanz stand. Lebensentzug, nein! Toriko ist tot. Nein, nicht Pfeile, nein! Nein! Das wollte ich doch gar nicht! Ich bin tot. Toll. Nur weil ich was. Oh, Phönixfeder. Ja, gut. Ich wollte keinen Pfeil machen, ich wollte das hier machen. Und das Licht hat bald schon wieder so viel HP wie vorher. Genau. Und wieso immer Lebensentzug von mir? Okay, ich muss noch ein bisschen trainieren. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu. Ich muss wirklich trainieren. Das ist wirklich scheiße. Ja.
Okay, das bedeutet, wir trainieren jetzt. Wo waren die stärksten Gegner? Blizzard-Dingsens? Oder waren das doch jetzt die... Schlecht. Wenn ich ihn besiegen will, muss ich stärker werden. Okay, kein Game Over. Cool! Aber ich werde jetzt trotzdem nicht dingsen, weil ich diese dumme Phönixfeder behalten will. Also hier, hier, Reset hier. Ne? Also beim Game Over wäre es ja sowieso gewesen, also warum nicht? Das bedeutet, trainieren, Blizzard-Würfel. Ich habe jetzt keinen Bock, tausendmal zu versuchen, bis es irgendwann klappt. Nein, ich muss trotzdem ein bisschen trainieren. Das bedeutet, wir teleportieren uns zurück und fahren zum Blizzard-Würfel. Ja, das tun wir. Aber so viel werdet ihr vom Training auch nicht sehen. Denn das ist der letzte Part für ein paar... Wochen, um genau zu sein, maximal 2 Wochen, denke ich. Warum? Infovideo wird noch kommen. So, auf zum Mechert. Ey, ich hasse solche Pixel-Sachen. Ich hasse wirklich Sachen, wo man beim Pixel stirbt. Und Meat Boy ist klasse, aber Pixel und Sterben, das ist so abgefuckt. War der Pupswürfel nicht besser? Die sterben schnell und ein paar Erfahrungspunkte? Ich weiß gar nicht. Pupswürfel! Und fertig. Hauptteam wird gelevelt. Das ist keine Quest. Aber naja, Hauptteam wird gelevelt. Theoretisch eigentlich nicht. Ja. Okay, mache ich mein Hauptteam erstmal auf Level 30. Und dann den Rest. Wobei ich dann hoffe, dass... Devil-Schatten davon. Schluck auf, oh mein Gott. Turipo. Dann dieses GP absolvieren, Stufe 2 erlernt. Weil ich das dann sicherlich brauchen werde. Sicherlich. Ja, ja, komm. Oh, noch erwischt, noch erwischt. So, hier sind auch noch wieder welche, ey. Oh, Salias, Minotaurus. Level up. Genau zu sein, nach dem Tor von denen hier, hoffentlich. Ja, sonst würde ich mich bewegen können. Und alle kurieren. Level geschehen. Achso, ich dachte gerade, hatten wir das nicht. Moment, ist ihre Heilung auf Level 2? Würde mich mal interessieren. Als nächstes kommt mein Wasserschwert, dann wohl. Was bringt das nochmal? Ohnmächtig, okay. Sollte ich wirklich mal ausprobieren, wie lange das hält. Oh, das sind aber schöne Fähigkeiten. Sehr viel. Heilung ist schon auf Level 2. Allokurierung ist jetzt Level 2. Schiere ist schon länger. Warum ist die Reihenfolge so rum? Das hier, Level 2, würde mich freuen. So, Phoenix hat noch nicht sehr viele Level 2. Ja, benutze ich auch nicht oft. Oh Gott, wie lange... Dauert das nicht mehr lange, sollte es dauern, bis GP absolvieren kommt. Lehmfalle. Betäubung. Sofort. Ach, Pfeile. Chakra. Boah, Fähigkeitenerhöhung. Das sollte ich im Kampf auch mal einsetzen. Hiervon benutze ich keine Fähigkeit. Hiervon benutze ich, wenn nur Schild. Oh, Stachel müsste man verwenden für diesen Eye-Boss. Alter Schwede. Drachenschwert benutze ich zurzeit, ne, Stachel kommt rein und fertig! Mein Gott, ich will leveln und nicht irgendwas an Scheiße rumbasteln an meinen Fähigkeiten. Die habe ich nicht gemocht. Okay, Wasser war also nicht gegen sie, Dings. Ja, ich wurde tödlich vergiftet. Ich wurde nur tödlich vergiftet? Ich dachte, das war Schlafen oder Ohnmacht oder sowas. Naja, keine Ahnung mehr. Winzpups, ich hätte doch lieber Geld. Geld regiert bekanntlich die Welt. Oh, natürlich auf den, der es nicht so viel Schaden macht. Stürmen. Stürmen, genau. Ja, ja, jetzt bin ich ohnmächtig. Ja. Ah, ist ja schön. Darfst du sterben? Ja, du darfst sterben. Das hat jetzt noch geklappt. Die mache immer ohnmächtig, kann es sein. Und wieso bekomme ich eigentlich nur einen Schaden? Und währenddessen kann ich ja auch bis dahin schön die Heiligen Geistrüstung auf A-Rang bringen.
Jetzt bin ich nicht ohnmächtig. Ja, klar. Jetzt bin ich ohnmächtig. Nein, die sind ohnmächtig. Was zur... Oh, ich Level 34. Ich dachte, Dämon. So. Ja, nicht schlecht. Schön Angriff erhöht. Also, wenn jetzt noch ein, zwei Gegner auftauchen würden. Einer reicht mir schon. Allein der Devil da. 111 MP. Hallo, warum sind hier keine Gegner? Oh Mann. Ich bin wieder am Anfang. Nein, noch nicht. Noch bin ich nicht am Anfang. Hier geht's lang. Okay. Stör. Ich hasse es, wenn man sich nicht bewegen kann und man ständig attackiert wird. Bestes Beispiel. Laser. Mein Gott. So, wie nehmen wir denn da den hier? Hier liegt nichts mehr. Okay, okay. Warum ich die ganze Zeit jetzt den Dämonen habe, weil ich mein Team doch gleichzeitig rausschmeißen will, sozusagen, beziehungsweise wechseln will. Oh, bin wieder ohnmächtig. Vor allen Dingen, weil ich so Teams habe, Heilung, Unterstützung und so ausgeglichen habe. Nächstes kommt Magier und ich glaube, mein anderes Team ist dann Klug und Yasato. Oh, ohnmächtig. Ja, du bist so getroffen worden, dass du nach hinten fliehst. Kannst dich auch nicht mehr bewegen. Meine Güte, wie ich sowas hasse. So, jetzt geht's hier wieder nach unten. Ich speichere nochmal zwischendurch. Jo. Richtiger Speicherdings. Hier ging's gleich irgendwie wieder runter. Kann sein. Kommt, Gegner, wo seid ihr? Och, kommt schon. Der Blizzard-Würfel war interessanter. Hier ist man immer nur im Kreis. Ich könnte hier immer nur im Kreis gehen, wenn die Gegner immer wieder respawned werden, wenn ich jetzt zum Beispiel da wieder reingehen würde. Das sollte ich jetzt mal testen. Komm, wir springen runter. Und dann wird der Part auch gleich beendet. Kurzer Part. Mit einer kleineren Pause von mir. Ja, gut. Wir haben die Sequenz schon gesehen. So. Und sind die Gegner respawned worden? Ja, cool, dann kann ich hier immer im Kreis gehen. Aber so weit werde ich es nicht machen. Denn. Oh, ja. Nein! Ich wollte dich doch gar nicht nehmen, Phoenix. Ja, sagen wir, wir besiegen noch diese paar hier, dann ist das ein kurzer Part, wo eigentlich nur gefailt oder trainiert wird. Fertig. Mach den fertig, während ich den hier fertig mache. Oder auch nicht. Komm, das schafft ihr doch, ja. So. Und stirbt jetzt. Und zwar ganz schön. Gut, wir sind fertig für heute. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Was in bisschen länger Zeit, was laber ich da? Was in nicht kurzer Zeit passieren wird. Tschüssen.